Hallo und willkommen heute wieder mal Donnerstag, Zaubertag. Ein bisschen anders vom Ambiente her, denn ich sitze vor meinem Rechner, da ich gerade Daten eingebe. Also ich wusste schon sehr früh, dass ich einen Urgroßvater habe, der vom Beruf Architekt war und ein Kunstmaler war. Von dem glaube ich ja auch ein bisschen was geerbt zu haben, davon mal ganz abgesehen. Und ich habe immer schon mit ein paar Bildern meines Urgroßvaters gelebt, die hatten wir in der Familie. Und viele denken ja, ich hätte nur Zauberbilder an den Wänden. Nein, nein, ich habe auch diese Aquarelle an den Wänden. Und das sind sehr schöne Aquarelle, wie ich finde. Und jetzt per Zufall, durch einen wirklich ganz tollen Zufall, habe ich noch über 100 Aquarelle von diesem Urgroßvater gefunden, entdecken können. Professor Paul Richter war, wie gesagt, ein sehr bekannter Architekt in Leipzig, hat dort sehr viel gebaut und hat auch sehr viel gemalt. Und da gibt es jetzt drei Mappen, die ich entdeckt habe. Er hat viele Reisen unternommen, speziell nach Italien, und von den italienischen Aquarellen werde ich im Oktober eine Ausstellung gestalten in meiner Galerie. Darauf freue ich mich jetzt immens. Ich habe den Termin gerade noch reingedrückt in meine eigentlich schon geplanten Ausstellung bis zum Jahresende. Aber ich bin so fasziniert von diesen Aquarellen, die so eine Farbenpracht haben, alle hier so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Man sieht natürlich, dass er ein Architekt war, von den Motiven zum einen, von der Ausführung natürlich zum anderen. Und sie sind so farbintensiv und so genau gezeichnet und gemalt, dass ich einfach hin und weg bin. Und ich möchte sie einem größeren Publikum vorstellen. Dieses Bild ist von 1924 zum Beispiel. Und bin mal sehr gespannt auf die Reaktion, die ich dann bekommen werde. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die ist Kunsthistorikerin, die wird mir bei der Kuratierung helfen. Das ist Regina Gandera. Wir werden also zusammen diese Ausstellung aufbereiten. Und jetzt war erstmal für mich die Aufgabe gegeben, dass ich die Bilder alle fotografiere, alle vermaße und dann eintrage. Das ist hier von 1924 wieder mal. Das sind jetzt Motive offensichtlich aus Venedig und Umgebung. Da ist ja mein Urgroßvater sehr häufig gewesen. Er ist auch nach Nordafrika gereist. Es gibt also auch Bilder aus Tunesien, aber die will ich erstmal für eine andere Ausstellung mir vorbehalten. Ich habe schon mal vor längerer Zeit von Aquarellen, die ich bei Bekannten und Verwandten gefunden habe, eine kleine Übersichtsbroschüre angefertigt mit vielen dieser Bilder, die ich jetzt, wie gesagt, zum Glück im Original gefunden habe. Da bin ich also sehr, sehr glücklich drüber und freue mich auch auf diese Ausstellung, die noch viel Arbeit sein wird, denn ich muss die Bilder auch entsprechend rahmen und muss sie dann, wie gesagt, aufbereiten. Das sind hier Originalzeichnungen meines Urgroßvaters für architektonische Pläne. Das war der Professor Paul Richter aus Leipzig. Ein faszinierender Mann, der hatte hier diese Grußkarte zum Beispiel angefertigt und sie dann verschickt. Und er ist übrigens auch in dem Team Becker. Das ist das wichtigste Lexikon in der bildenden Kunst. Dort sind alle namhaften Künstler aufgeführt und da ist er übrigens auch aufgeführt. Er hat auch eine Ausstellung einmal in Leipzig gegeben, in einer Galerie, und vor vielen Jahren habe ich ihm sogar auch einen Wikipedia-Eintrag geben können. Ja, das war's für heute. Nächstes Mal geht es dann wieder weiter mit der Zauberei. Bis dann, tschüss und bleibt gesund.